Hallihallo, willkommen zu meinem nächsten Kalenderdekorationsvideo. Mal sehen, wie lange es diesmal wird. Ich fange einfach mal an mit den nächsten beiden Tagen, ohne lange drum rumzuquatschen. Weil, wie gesagt, wird ja eh mal ein bisschen länger. So, einfach mal ein Zettel abmachen. Und ich habe mir für heute überlegt, dass ich gleich mal das neue Washi-Tape benutze, beziehungsweise aber nicht die Rolle, sondern das eh schon abgeschnipselte, special abgeschnitten, nein, wie wollte ich sagen? Egal, das extra Zeug hier. Weil, ja. Ist halt so. Hab ich mir gedacht. So, muss es nur abgehen. So. Und da kann ich auch noch zwei. Ich muss meine ganze Stempel weg. So. Okay. Das ist echt schon wieder. Also, ich meine, wir haben schon einen Tag später. Wir haben schon den Sonntag. Hier. Ups. Und eigentlich wollte ich gestern Abend schon noch das machen, das Dekorieren. Vorhin ist es aber nicht mehr geschafft. Freitag war ich zu fertig, beziehungsweise habe ich ja noch The Voice geguckt und so. Ach, was ist denn das hier heute mit mir? Oh, und das reißt, so eine Scheibe. Das Licht lebt mich, das hätte nochmal mit Kleber anbinden. So, okay. Zack. Da habe ich so groß geguckt und war davor beim Friseur und shoppen und so. Und da hatte ich dann keine Lust mehr. Samstagabend hatte ich eigentlich Lust gehabt, als wir noch beim Eltern waren. Allerdings, als ich dann zu Hause war, hatte ich dann irgendwie nicht mehr so die Lust. Ich weiß auch nicht. Und jetzt möchte ich es endlich mal hinter mich bekommen und auch gleich für morgen und übermorgen mit dekorieren, logisch. Moment. Einmal Konzentration. Ich sag zu viel, nicht zu viel nachdenken. Worauf wollte ich endlich hinaus? Ich weiß es nicht mehr. Verdammt, ich habe den Faden verloren. Ja. Keine Ahnung, ich habe echt den Faden verloren. Also so schlimm war es ja noch nie. Oder? Weiß ich nicht. Nun ja. So, und dann für oben halt das Kleine. Ich brauche echt mehr dünne Washi-Tapes. Die weiß ich nicht. Ich habe zwar viele dünne, aber irgendwie. Ich weiß auch nicht. So rum oder so rum. Ich möchte es heute mal so rum machen. Wie wissen wir das gemacht? Andersrum, sage ich doch. Ich mache es heute mal so. Aber so, ja, ich weiß nicht. Ich nehme für, hat immer nur eins pro Farbe. Total wählerisch schon wieder. Deswegen sollte ich froh sein, dass ich überhaupt denn so viele Farben zur Auswahl habe. Vor allem, weil die dünnen ja wirklich, ich mache es gleich durch, glaube ich, schwierig zu kriegen sind. Mal in so ein Set, ja, aber so einzeln. Habe ich noch nie dünne Washi-Tapes gesehen. Total schade, weil gerade die dünnen brauchen wir. Also ich brauche es hier für hier oben. Wie es beim nächsten Jahr aussieht, da bin ich ja. Wer hat es heute gepostet oder für mir kommentiert? Was sie total gespannt ist, Natalie, Natascha, ich glaube Natalia. Ach, Raje. Irgendwas mit N. Entschuldige bitte. Hat ja heute unter meinem letzten Kalender-Lego-Video gepostet. Dass sie gespannt ist, wie es nächstes Jahr mit mir weitergeht. Das bin ich allerdings auch. Weil ich habe ja noch keinen Kalender und nichts. Ich hoffe ja immer noch, dass ich einen bekomme. Zu Weihnachten hoffentlich. Mein Geburtstag ist zwar auch nicht so viel später, aber das wäre schon schön, wenn es vorher wäre. Ich mache mir die Einlagen sowieso selber. Muss ich eh noch gucken, wie das klappt. Und mit meinem Bücherpfeile muss ich auch noch weitermachen. Werde ich wahrscheinlich auch gleich noch ein bisschen was abdrehen. Ich hatte heute so viel vor und ich habe nichts geschafft. Das ist auch schön. Oh, es ist alles so schön hier. So viele schöne Abschnitte bekommen. Jetzt wollte ich gerade umblättern. Warum wollte ich denn jetzt umblättern? Ich bin heute total verwirrt. Da waren wir sonntags Shopping und furchtbar. Furchtbar. Ich meine, ich bin eh kein Shopping-Mensch. Aber vorher haben wir es nicht geschafft. Freitag ging nicht, Samstag ging nicht. Also blieb nur heute. So, jetzt wollen wir noch mal gucken bei meinen schönen 9000 Millionen Sticker. Was ich denn da nehmen kann. Endlich möchte ich ja gerne wieder so ein Schneeding machen, aber ich hatte das letzte ist ja schon Schneeding gewesen.
Also werden die Schneeflocken heute nicht zum Einsatz kommen. Setz dich mal dahin, so schön. Das haben wir auch noch nicht. Nein, 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 nein. So. Die können weg. Und die sieht's aus. Mann, Mann, Mann. Aufräumen muss ich das auch noch. Und es ist echt schon wieder Sonntagabend. Und das nervt schon wieder. Ich brauche echt Urlaub. Guck mal, die sind doch süß. Die Wichtel. Ich glaube, ich möchte heute Wichtel nehmen. Die passen hier auch ganz gut zu. Jetzt ein Tannenbäumchen dazu. Ja, nehmen wir so ein Wichtel. Welchen nehmen wir denn da? Ich glaube, ich möchte diesen Wichtel nehmen. So. Den kleben wir jetzt hier unten hin. Den süßen kleinen Fratzke. So, und ich. Und der kommt dahin. So, genau. Und die Maus ist ja auch mal süß. Und der Pinguin. Genau, nehmen wir eine kleine Maus. Ups, eine kleine Maus. Kommt dahin. Und der kleine Pinguin. Kommt dahin. So. Und das passt auch ganz gut, sehe ich gerade. Der hat eine Kerze in der Hand. Heute ist es der dritte Advent. Wunderbar. Das finde ich geartet. ja. Gut. Stickern war es das dann erstmal. Schätze ich. Gestern war Bowling. Ich habe gar keine Sticky Notes rausgesucht, sehe ich gerade. Ah, Moment. Ich habe eine neue. Ich habe ja neue. Wie schön. Ich kann die nicht benutzen. Aber die nicht. Die nicht. Ich brauche echt nochmal so ein Weihnachts-, Winter, aber das ist ja. Da sind so schön viele drauf, finde ich. Also, es reicht eine Weile. So. Weihnachtsbaum oder Weihnachtsmann? War doch das? Fürchterbar, fürchterbar. Ich glaube, weil das jetzt hier so grün rot ist, werde ich den Weihnachtsbaum nehmen. Ja, verschiedene. Oh, wie genial ist das denn? Oh, das sind echt verschiedene. Drei verschiedene. Hier, da ist abgebildet und ich sehe es natürlich nicht. Oh, guck mal. Einmal der, einmal der. Und noch ein hellgrüner. Oh, das ist ja schön. Da nehme ich beide Bäume. Haha. Und hab's die denn. Oh, das freut mich ja jetzt noch mehr. Oh mein Gott. So, muss ich gleich festkleben. Und der Baum kommt nur noch da. Zack. Aber gerade. Gerade wäre schön. Egal, ist eh noch nicht fertig. So, erstmal hin. Oh, das ist ja richtig toll. Und da bleiben auch keine Rückstände. Man merkt, das ist echt so ein bisschen hochwertiger Zeugs aus. Auch wenn die bei Obi, ich habe ja diesen einen, auch von meinem Memo, so ein Büchlein. Habe das ja bei Obi gekauft für 11 Euro sowieso. Und ich meine, Idee ist schon teuer. Ich habe das ja bei Idee geholt. Und da kosten sie die Hälfte. Und ich denke mir so, boah, ich kaufe nie wieder bei Obi Zeugs. So, jetzt aber hier. Bling. 12 Uhr. Ich habe den vierten Platz belegt übrigens. Ja. Bei 11 Spielern, naja, geht so, ne? So, wo ist denn jetzt mein Kleber da? So. Bowling 12 Uhr, zack. Mit einer anderen Farbe da drauf schreiben. Schade, dass ich immer nicht weiß, wo mein dunkelgrün ist. Das ist mein. Den wird man darauf auch nicht sehen. Aber den kann ich für hier nehmen.
Haha, sehr schick. Sehr, sehr schick. Dann kann ich es auch gleich noch ankleben. Aber ich wollte eigentlich mit einem schwarzen. Es ist hier irgendwie gerade alles so. Ich finde mein schwarzen nicht. Ich glaube, ich soll nicht irgendwas umzuräumen, weil sonst das alles umfällt. Und ich muss sie ganz super dringend aufräumen. Sowas von super dringend. Ich sag mal, die Tage sind einfach zu schnell um. Und wenn man dann noch in so einem Shopping-Sonntag verbringt und. Oh, ich hasse einkaufen. Ist er doch. Liegt da gerade auch nicht herum. So, vierter Platz. Mist, das sieht man nicht, weil das da genau diese Klebestelle ist. Der das nicht schreibt. Das ist doof. Okay. Ein Bon. Ein Bon von Lidl. Ja, was war gestern sonst noch? Weihnachtsessen. Aber ansonsten wäre das Treffen gewesen, das Pfeile-Treffen, aber da ich ja erst, weiß ich nicht, wie spät zu Hause war, ich habe keine Ahnung, wir waren um 8, 7:30, ich weiß nicht, irgendwie so zu Hause. Und das Treffen hat ja schon um 18 Uhr angefangen, also da war ich definitiv noch nicht mal hier und dann hätte ich noch zum Alex fahren müssen und nee, das ging ja mal gar nicht. Ja, blöd, dass ich jetzt nicht, es war ja nicht wirklich viel, es war Bowling, das Weihnachtsessen und danach zu meinen Eltern. Genau. Das ging halt alles so lange. Irgendwie. Ich weiß auch nicht. Okay. Auf jeden Fall neue Sticker. Neue, alte Sticker bekommen. So. Ich schreibe es mal mit dem hier drauf. Die Suppe war so lecker gestern. Vielleicht sollte ich die noch irgendwie erwähnen. Leckere Karotten. Ingwer. Cremesuppe. Weise durch. Ich weiß es gar nicht. Okay, sehr schön. Ja. Kiefer leer. Eigentlich auch schade, dass immer so was leer liegt, aber ist halt dann so. Was habe ich denn gestern noch gemacht? Ich habe einen Buchneuzugang. Ich muss doch mal gucken bei meinen Sticky Notes. Wo sind denn meine Buchdinge? Hier. ich weiß gar nicht, wie das heißt. Immer noch was frei. Vielleicht kann man ja noch was raufstempeln.
komm, so eine Zuckerstange geht doch immer. Krempel auf meinem Acrylblock. Geh weg. Kusch. So. Ich weiß aber gerade überhaupt nicht, wo der rote Stempelkissen ist. Ich kann ja einfach das hier nehmen. Stempelt ja auch sehr gut. Das fand ich komplett knallrot. Aber ich finde die Farbe auch sehr schön. Die Stempeln auch besser. Finde ich. Obwohl die von Folie auch ganz gut. Was ist denn Folie? Die hier ist irgendein Billigschuh. So. Na, bitte. So, Tuch. Ich habe kein Trockentuch mehr. Nun ja. Muss ich mir gleich mal holen. Okay. So. Erstmal weg. Weg. Und aus dem Weg. So. Dann den festkleben. Und so, das war das ganze Chaos. Und dann nehmen wir Klingen. Dann nehmen wir noch mal sowas. Halten wir hier oben hin. Denn ich habe auch Buch ausgelesen. Was war noch? Ach ja. So. Tja, viel mehr ist da irgendwie auch nicht. Furchtbar. Furchtbar. Muss mich mal kurz anders hinsetzen. Ach ja. Na, gestern habe ich noch Geschenke eingepackt und die erste Karte geschrieben. Einiges heute auch noch Videodrehtag. Ich muss heute noch ein bisschen was machen. Ich muss aber gucken, ob ich es überhaupt hinbekomme. Dann schreibe ich das dann dazu. So, das war dann das Erste. So sieht das Ganze aus. Ja. Und ist auch ganz nett geworden, denke ich. Gut, lass mal los. Kommen wir zum zweiten. Ach, Jemini. Da steht schon ein bisschen mehr drin. Ja, da ist auch ein bisschen mehr. Tatsächlich. Gut, das habe ich gerade benutzt. Das will ich erst nochmal benutzen. Genauso das da. Kann auch nicht. So, jetzt habe ich überlegt, dass ich diese niedlichen Pinguine benutzen werde. Wieder. Und für oben dieses gestreifte. So. Okay. Fangen wir an.
Hört ihr das Gekreische? Weiß man nicht, ist das ein Hund oder ist es jetzt kein Hund? Ein Kind. Dann musst du noch mal eben abgrosseln. Zack. Oh nein! Ich will die Pinguine nicht zerstören. Ich schneide davor. Das geht gar nicht. Dann klebe ich da unten lieber noch einen Aufkleber oder sowas drauf. Aber ich will nicht die Pinguine kaputt machen. Die sollen ganz bleiben. Die Familie. So. Familie Pinguin gehört zusammen. Okay. Gut. Und oben. Da muss ich erstmal gerade schneiden. Das ist irgendwie schief. Also bis nach hinten kann ich nicht. Dann wäre die 15 verdeckt und die brauchen wir ja schon noch ein bisschen. Mensch, hier willst du ja kleben. So. So, schicki mit ihm. So. Gut. Ich hatte doch hier vorhin. Habe ich die denn gelassen? Die waren doch vorhin da. Da bin ich mir ganz sicher. Ach, hier. Und jetzt ist da runter. Ich wusste es, wenn ich da irgendwas anfasse. Ah, es fällt alles runter. Ich weiß. Aufräumen. Gleich. Dauert nicht mehr lange. So. Wir haben morgen Personalarbeit. Beginnt morgen das Modul. Und wir müssen am Ende der Woche eine Präsentation halten. Ich hasse Präsentationen. Furchtbar. Ganz, ganz doll furchtbar. Ich weiß nicht, wie manche Menschen das mögen können. Könnte ich nicht nachvollziehen. So. Ja. Löst sich hier alles. Was ist denn hier los? Ja, To-Do-List für morgen habe ich erstmal noch nicht. Oder? Lass mich mal kurz gucken. Ich bin voll müde gerade. Ich weiß auch nicht. Mal einen Kaffee trinken. Ich weiß nicht, er hat irgendwas reingemacht. Er sagt, das ist das richtige Amaretto. Ich glaube immer noch, dass es dieser Amaretto Zucker ist, aber man weiß es nicht so genau. Ja, also sieht jetzt gerade noch ein bisschen leer aus. Ah, Sticker. Die Sticker fehlen ja auch noch. Nehmen wir einfach mal das nächste. Gucken wir mal, was wir da bekommen. Was passt denn zu Pinguin? Wer Zuckerstangen? Zuckerstangen gehen eigentlich immer, ne? Oder haben wir noch mehr Pinguine? Ich habe doch irgendwo noch mehr Pinguine. Ich hätte zwar schon einen Tag davor Pinguine genommen, aber das
Das macht nichts. Hier sind Pinguine, aber weiß ich nicht. Habe ich nicht irgendwo noch niedlichere Pinguine? Lass mich kurz nach Pinguinen Ausschau halten. Weihnachtspinguine. Hallo? Was ist denn das so? Dankeschön. Das waren echt die einzigen. Mann, das rutscht hier alles. Furchtbar. Wisst ihr doch, ich hab noch niedliche Pinguine. Da, guck mal. Hey. Das mich nicht. Wir kommen mal. Ich muss hier eben. Zack. Also, die Pinguine sind immer zuckersüß. Die nehme ich. Die nehme ich. Babi. Guck mal, der hat auch schon wieder eine Kerze in der Hand. Er muss ja nicht mehr eine Kerze in der Hand haben. Ich kann ja auch den hier nehmen. Der futtert gerade Lebkuchen. Kommt dahin. Gibt er nicht auch einen, der in die andere Richtung guckt? Tatsächlich. Da. So. Und der einzige. Das ist echt der einzige, der in die andere Richtung guckt. Nee, ich will einen kleinen nochmal. Der morgen garantiert nicht viel sein wird. Nehmen wir mal den großen, ne? Aber wohin mit ihm? Wohin? Ich wollte ja nicht da unten einen hinkleben, ne? Egal. Zu spät. In die Mitte? So einfach Klatsch in die Mitte ist auch doof. Dann nehmen wir noch ein paar Glöckchen. Und einen Stern. Und dann nehmen wir noch einen singenden Teddybär. So. Gut. Rosa Stift ist immer noch weg. Muss ich mal eben schauen. So ein Holzpflock da so dran. Bisschen doof aus, oder? Vögelchen passt auch nicht. Nein. Das ist alles so unpassend. Das passt auch nicht. Ich nehme jetzt einfach das Holzding. Das passt zwar auch nicht hundertprozentig, aber ein bisschen. Uah, wieso reißen die denn so komisch ab? Der Kleber klebt am anderen jetzt fest.
So. Das war das, was morgen und übermorgen ist. Soweit. Ja. Und den Rest müssen wir dann mal sehen, was ich da eintrage. Okay. Dann ist das auch erstmal fertig. Ist nicht viel. Da löst es schon wieder. Warum auch immer. So. Okay. Dann sehen wir uns in ein paar Tagen wieder, wenn ich dann weitermache. Stehen. Nach einem kläglichen DIY-Versuch widme ich mich einfach der Dekoration. Und meinen kläglichen Versuch weiß ich nicht. Werde ich wahrscheinlich irgendwann in irgendeinen Outtake reinklatschen oder so. Klatschen hieran, ich habe keine Ahnung. So, ich habe mich heute dafür entschieden, mit diesem hier zu arbeiten. Diesen kleinen hier. Ich finde ja diese Washi-Tape-Stifte sowas von klassenstark. Ja, muss ich mal gesagt sein. Oder hatte ich den schon? Nee, ne? Nicht, dass ich das irgendwas doppelt benutze, was vor kurzem erst war. Und das wäre furchtbar. Nein, hatte ich noch nicht. Okay, dann mal los. So, schick, schick, schick. So, Schere, Schere. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle all the way. Hier fährt ein Ohrwurm von dem Eichhörnchen. Na, 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 na. Ihr fragt euch, welches Eichhörnchen? Das werdet ihr in einem anderen Video erfahren. Obwohl es gestern war, ich habe heute so viel von diesem Eichhörnchen erzählt. Weil man muss ja erzählen, was man für ein Eichhörnchen hat. Ja. Ihr wisst ja, ich und Hörnchen. Ich glaube, ich mache hier schon mal einen Schnitt. Dann habe ich das Deckchen fürs nächste Mal. Zack. Man hätte auch das Ganze, wartet mal. Weil die Kerze klebt da so blöd auf diesem. Ich glaube gar nicht, wie sehr ich mich auf nächstes Jahr freue. Wow, wieso klebt denn das jetzt so doof? Hallo. Ja, ja. Auf nächstes Jahr freue. Wo ich definitiv einen anderen Kalender haben werde. Aber das habe ich, glaube ich, auch schon ziemlich mal erzählt jetzt, oder? Wahrscheinlich in diesem gleichen Video. Ich weiß gar nicht, bis wohin das Video jetzt geht, bis zu welchem Tag. Oder das letzte, oder wie auch immer. Oder heute ein neues Video beginnt. Ich bin völlig hinterherhängend. Aber alles wird gut. Der Mittwoch wird ein Schontag und alles ist schön. Wir freuen uns unseres Lebens. So, und oben habe ich gedacht, weil immer nur rot oben, grün habe ich ja nicht ein dunkelgrünes. Also dunkelgrün habe ich ja nur diese, also inzwischen habe ich ja wenigstens dunkelgrün, aber eben nur so eine breiten, was ja auch schön ist und nur Weihnachtsdingens. Ja, es müsste auch mal andere dunkelgrüne geben. Aber gut. Ich meine, gut, die Geschenke kann man auch noch für Geburtstag nehmen, das ist auch schon mal schön. Aber ich dachte mir, immer nur rot oben ist doof. Deswegen machen wir es mal. Blau wollte ich gerade sagen. Jo, schönes Blau, ne? Gelb. Ich habe letztes Mal auch schon rosa genommen. Und heute ist gelb dran. Zack. So. Darauf freue ich mich auch schon, wenn ich nicht mehr darauf achten muss, dass ich da irgendwas frei habe. Obwohl ich ja auch immer noch dann meine Einlagen basteln muss. Die sollte ich mir vielleicht irgendwann mal fertigstellen. Weil das dauert gerade auch nochmal eine Million Jahre, bis ich das hinbekommen habe. Und ich möchte ja nicht erst im Februar anfangen mit meinen Kalenderdekorationen. Mann, was ist denn das jetzt hier? Was jetzt? Nein. Hallo. Und dann ist dieses komische, man verrenkt sich beim Einkleben Zeug auch vorbei. So, haben wir es jetzt endlich mal hier, oder wie? Dankeschön. Sehr freundlich. Es gibt endlich nur Vorteile, wenn man so ein Ringding hat.
Springding. Naja, gut. ja, schön. Das gefällt mir auch schon mal. Gut, lasst mich überlegen, was morgen dran ist. Morgen. Morgen gibt es die erste Note, beziehungsweise das erste Schriftstück, was wir anfertigen müssen, worauf es Note gibt. Hä? Aber das ist ja nicht morgen direkt. Also ich meine, wir kriegen die Note nicht morgen. Ich hinschreiben soll, erste Teilklausur. Wir müssen mich morgen in der Einladung zu einem Vorstellungsgespräch schreiben. Jo. Das wäre trotzdem eine Idee. Und warum habe ich eigentlich gar keine Sticky Notes hier? Also das geht ja immer gar nicht. Wo sind denn meine Sticky Notes? Och, ich hänge fest. Dass man dich im Kopf hat. Mann. Zack. So, was haben wir hier benutzt? Hier muss ich nachher noch eintragen, was heute so los war. Ja. Gut. Wo sind denn meine weihnachtlichen Helfer? Wieso sind die? Ach, da oben. Die haben sich nur versteckt. Oder doch lieber die Socke? Weil der da auch so Stiefelchen ist. Ja. Oder beides? Nee. Das wäre zu viel aus Guten. So. Und ich weiß auch nicht, ob ich hier mit der Präsentation dran bin oder erst am Freitag. Ja. Müssen wir mal gucken. Das würdest du dann wahrscheinlich morgen ausstellen. So. Wo geht's denn hier auf da? Ich weiß gar nicht, ob ich das mit dem machen soll. Ich bin gerade so unentschlossen. Puh, was ist denn morgen überhaupt zu tun? Eigentlich nichts. Morgen ist einfach mal ein ruhiger Mittwoch, auf den ich mich eigentlich diesmal endlich mal wieder freue. Nach langem mal wieder ein Mittwoch, auf den ich mich freuen kann. Ja. Gut, dann ist morgen tatsächlich nur die Teilklausur, die jetzt erstmal wichtig ist. Ich werde das da oben hinkleben, weil es ja gleich morgens ist. Schriftfarbe. Man nimmt aber auch immer die gleichen Sachen, oder? Ich kann ja mal in Orange schreiben. Aber Orange auch nicht zu dem... So. Erste Teilklausur Einladung zum Stellungsgespräch. Das sollte ja wohl nicht so schwierig sein. Okay. Das wäre dies. Noch ankleben? Kleben. Kleben mit Kleber am besten. Kleber? Hab ich den schon wieder gelassen? Ja, da ist er ja. Hier ist ja ein Haar dran. Ist doch nicht wahr hier. Lass los. So. Na. So. Zack. Schickimicki. Dann kann man noch ein bisschen mit Stickern arbeiten. Mal gucken. Ich würde heute mal die oder hoppala, die nehmen. Ich finde ihr ein schöner. Schade, dass ihr mir nicht gleich antworten könnt. Ich meine, ich könnte auch von jedem etwas nehmen. Aber Zuckerstangen gibt es echt überall jetzt, ne? Muss ich mal so sagen. Hab ich letztes Mal schon gesagt. Mal sehen, wann ich den hier benutze, weil den gibt es nur einmal. Ein einziges Mal. Und ich finde den so süß. Vielleicht werde ich den für irgendwas nehmen, was ich immer wieder verwende. Zum Beispiel den irgendeine Weile für Dezember oder sowas. Das wäre auch cool. Ja.
Hängerbein. Den finde ich auch voll schön mit dem Schlitten. Den gibt es sogar zweimal. ja, aber den wollte ich jetzt endlich nicht nehmen. Man sollte sich echt vorher Gedanken machen, was man denn so benutzen möchte. Und das ist ja witzig. Hier ist die Maus mit dem Schlitten und die Maus gibt es auch ohne Schlitten. Also ich meine, die gibt es einen anderen Schlitten. Mit einem Bären. Hey, ein Igel, das ist ein Igel. Ach, aje. Hab ich doch nicht gesehen. Oh, Mann, der ist auch süß. Richtig putzig. Wer die Wahl hatte, die Qual. Mensch, Mensch. Und Schnee haben wir immer noch keinen. Ich glaube, ich werde mir ein Mistelzweigchen aufhängen, oder? Oh, ey, entscheiden Sie sich mal! Tja. Aber ich glaube, diese Mistelzweige passen wirklich ganz gut, weil hier unten auch so Weihnachtsdeko und sowas ist. Das geht aber nicht ab. Die wollen nicht, die Mistelzweige. Das ist viel zu groß. Ich kann das ja hier aufmachen. Ach, verdammter Mist hier. Ist doch echt nicht normal. Wirklich nicht. Jetzt habe ich es in der Hand und kann es nicht mal aufkleben, weil blöd. Gut, egal. Ich klebe das jetzt hier rauf. Den Kalender von Dezember kennt man ja. Wie gesagt, das ist das Blöde an so vorgedingsten Teilen. Vorgedingsten? Oh Gott. Hört mir bloß nicht zu. Es ist besser, wenn man das nicht hört, was ich so voll lege. Oh, was ist denn? Scheiße. Oh, Marktstraßen stehen verlassen. Still erleuchtet jedes Haus. Sinnend gehe ich durch die Gassen. Alles sieht so festlich aus. An den Fenstern haben Frauen buntes Spielzeug fromm geschmückt. Tausend Kindlein stehen und schauen, sind so wunderstill beglückt. Und ich wandere aus den Mauern bis hinaus ins freie Feld. Heeresglänzen, heiliges Schauern, wie so weit und still die Welt. Sterne hoch, die Kreise schlingen aus des Schnees Einsamkeit. Steigst wie wunderbares Singen, o gnadenreiche Zeit. Ich liebe dieses Gedicht. Oh, entschuldigt, das musste gerade sein. Oh Gott. Völlige Verteilung. Ich könnte auch einen Schlitten nehmen. So, hier. Pack ich das Schlitten hin. Hier habe ich auch eine Zuckerstange. Sehe ich gerade überall sind Zuckerstangen. Jetzt weiß ich, was da war, die Glocken. Und da war ein Päckchen, oder? So ein Päckchen. Wo habe ich das hier gemacht? So ein Päckchen. Ja, so ein Päckchen. Warte. Ich weiß nicht, was ich benutzt habe. Okay. Ja, nicht schön, aber selten. Ich meine, was ist morgen dran? Im Moment weiß ich wirklich nicht, was ich da zu tun habe und so weiter, weil irgendwie. Keine Ahnung. Bin ich mein To-Do-Listen hinterherhängend und alles ist irgendwie krass komisch. Ja, also wird es jetzt erstmal ein kleines bisschen schlicht. Es ist kaum was gemacht, ich weiß. Aber ich weiß nicht, ich bin in Gedanken schon bei dem anderen Zeug. Aber irgendwas war am Donnerstag. Ah! Haha, ja. Ich weiß, was am Donnerstag war. So. Das packe ich jetzt mal da. Denn, bevor ich es wieder vergesse, Kleberoller für Karin. Dreimal, habe ich mir gemerkt. Dreimal kriege ich hin. Ich soll noch was zuschreiben, dann passt nicht mehr. Aber ich krieg das hin. Ich weiß, dass es dreimal war. Ich hoffe, die haben das. Ja. Werden wir dann feststellen, ne? Wenn nicht, schicke ich jetzt meine beiden zu, die ich noch hier habe. Also unangefangen natürlich. Und ja. Was ist das denn hier? Hallo.
dann passt das schon. Der letzte Mal war der bei dem Meckgeiz irgendwie Kleberoller ausverkauft. So, jetzt haben wir es aber. Erstmal. Vorläufig. Huch, zu tief. Da lang. So. Ja. Und ich habe auch schon überlegt, wie ich es im nächsten Jahr alles mache. Wie ich es denn gestalte. Ich hoffe, das funktioniert. Hier geht es leider nicht, weil eben diese Dinger im Weg sind. Also es liegt wirklich nur an diesen Dingern, dass ich das nicht machen kann, was ich mir überlegt habe. Oder was ich mir abgeguckt habe. Was ich auch probieren will. Oh, da ist viel. Okay. Also der nächste Deko wird ein bisschen klarer strukturiert, hoffe ich. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Video oder beim nächsten Deko. Ich weiß nicht. Bis denn. Chaotischer Tag. Wieso habe ich jetzt hier eine E-Mail? Kleinen Augenblick. Oh Gott, geht auch schon wieder gut los hier. Werbung. Weg. Chaotischer Tag. Wirklich. Und das nennt sich jetzt Urlaubsanfang. Naja, was soll's. Ich hoffe, endet nicht nach chaotisch, nennen. Also, ne, dass es nicht noch schlimmer wird oder sonst was. Gut. Ich habe euch einen Dekorationszeug für euch. Drehe ich jetzt schnell mal ab, weil ich wollte eigentlich Karten weiter basteln, aber irgendwie sind meine Karten flöten gegangen, die Andy auf den Schreibtisch lagen und jetzt nicht mehr da sind. Ich weiß nicht, wo sie sind. Das ist etwas anstrengend. Weil ich muss noch, wie viele Karten muss ich denn basteln? 6. Toll. Und sie sind einfach mal nicht da. Großartig. 2 Stück habe ich. Aber ich will die anderen finden. Okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich fange jetzt an mit den nächsten beiden Tagen. Was heißt nächsten beiden Tagen? Wir haben schon den 19. mal wieder. Ich wollte eigentlich gestern machen, oder dann hatte ich doch keine Lust mehr gehabt. Und ja. Gut, erstmal Zettelchen weg. Mann, Mann, Mann. Echt nicht schön. So, los geht's. Ein Zettelchen soll nicht mal alles, was ich heute auf Schreiben kleben muss. Ich habe mich entschieden für diese Eulen mit Bäumchen. Und hatte dann überlegt, welche beiden Farben passen denn da gut zu. Und ja, Daniel meinte dann, dass das Dunklere besser passt. Ich bin mir immer noch unschlüssig. Also es ist ja so ein Mittelding zwischen beiden irgendwie. Aber ich nehme einfach das Dunklere. Und jo, fangen wir einfach mal an, ne? Ich sage, wenn ich den Anfang dann finde. Ich bin ein bisschen gereizt. Ach Mann, ey. Echt unschön, echt, echt unschön. So, erstmal den Film wieder abmachen. Zack. Angeklebt. So, und bei denen mache ich das hier dann. Ups, geht schon wieder gut los. Über den Rand geklebt. Aber ich freue mich wirklich drauf, wenn ich nicht mehr überlegen muss, welches dünne Washi-Tape ich da oben hinkleben muss. Weil, das ist doch egal. Wenn mich dieses Buch inzwischen einfach nur noch nervt. Man kann da oben nichts Dickes hinmachen, weil dann würde man nichts mehr sehen. Bla bla bla. Nee, nee. Da muss echt eine andere Lösung hin. Also ich will ja auch diese Einlagen dann für den nächsten Kalender selber basteln. Das wird auch nochmal so ein Krampf werden. Dann müsste ich jetzt schon anfangen, damit ich es überhaupt hinbekomme. Die Größe einrichten, Krimp und Krams und bla und soll's. Ja. Aber dann will ich halt so machen, dass ich da oben Platz habe für großes Washi. Wundert euch übrigens nicht, wenn es da unten so chaotisch aussieht. Da liegt alles mögliche Bastelkram rum. Ja. Wenn ich bastel, sieht es aus wie Sau hier. Furchtbar. Echt furchtbar. Und ich bin halt froh, wenn ich denn alles auf flach habe. Finde ich es alles flach. Also wenn ich nicht mehr so... Naja, das ist alles so hoch irgendwie. Versteht ihr, was ich meine? Ich rede heute schon wirres. Ich muss halt eine Präsentation halten und das hat schon geprägt. Ich hasse Präsentationen. Nein, habe ich nicht gefunden. Ich rede gerade ein Video. Aha. Aha. Nur mal so. Das war richtig für dich. Na toll. Ja, super, ein Kabel, ganz toll. Dankeschön. Ja, wieso ist denn da? Hier. Das brauche ich nicht. Aber jetzt brauchst du übrigens auch nicht mehr eigentlich.
Ich habe ja das E-Book schon auf mein Kindle gepackt. Ja. Ja. Dafür war es ja nur gedacht. Wartest du, hast du noch gefunden, oder nicht? Nein, habe ich doch gerade schon gesagt. Warum denn nicht? Weil die Karten weg sind. Ich weiß nicht, wo du sie hingestopft hast. Wenn du weg... Gestern war sie. Sieh dich mal hier um! Sieh dich mal hier um! Ich bin ja nicht so. Merkst du das? Wir können ja mal die Kamera ein bisschen rüberrücken. Wird die anderen auch mal sehen, was hier los ist, ne? Ich habe gerade schon gesagt, dass es hier aussieht wie Sau. Also von daher ja. Ist es nichts Neues jetzt. Warum nur? Das ist doch nicht normal. Jetzt habe ich wieder drauf. Alban. Na toll. Runter. Jetzt ist alles verschwommen und du bist schuld. Du musst die hängen lassen. Nein. Hängen lassen. Ah, jetzt verstellt er mir meine Einstellung. Toll. Großartig. Wie sieht das denn jetzt aus? So. Alter, geht. Was sagt man denn dazu? Okay. Ich habe überhaupt keine Vorbereitung. Ich habe gerade die Washi-Tipps nur rausgesucht. Warum habe ich denn nichts vorbereitet? So, lasst mich kurz überlegen. Die haben wir noch nicht gehabt. Überlegen beendet. So, aber das Problem ist, dass ich wahrscheinlich... Rede noch in ganzen Sätzen, bitte. Entweder mehr Sticky Notes brauche oder alles so auftatschen muss, weil ich habe eine Menge heute. Mhm. Also To-Do ist auf jeden Fall, dass ich das Video drehe, was ich gerade drehe, aber das passt hier gar nicht alles rauf. Ich wollte eigentlich heute in der Umschule mir eine To-Do-Liste machen. Was habe ich gemacht? Nix habe ich gemacht. Toll. Großartig. Ich bin... Oh, es ist Freitag, Leute. Es ist Freitag. Und ich bin irgendwie voll durch den Wind heute. Aber sowas von. So. Ich wäre eigentlich bei der Präsentation, aber das ist auch schon mal gegessen. Nehme ich die oder nehme ich die das nicht? Weil morgen ist auch nicht wirklich viel zu tun, außer eine Sache. Aber... Hm. Ja, doch. Ich kann es ja nehmen. Wo ist endlich mein Kleber? Ja. Seufzt. Diese kleinen Köpfchen sind auch ein bisschen komisch, oder? So? Okay, also. Man sieht es kaum auf dem Weißen. Ich hoffe, ich komme noch dazu. Ich schreibe bewusst Videos dazu, weil ich ja nachher, wenn das hier alles wieder ordentlich ist, und zwar in um 20 Uhr circa, noch ein Video drehen werde. Und das wird etwas länger gehen und das wird wahrscheinlich morgen schon online sein. Ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe, ich schaffe das. Wobei, das ist ja jetzt schon morgen online, oder? Geht das heute online? Uah. Ja, aber. Nee, das geht heute nicht online. Ach, je. Nee, heute soll was anderes online gehen. Das muss ich dann auch noch drehen. Ich sag, ich bin völlig planlos. So. Dann schreiben wir jetzt hier hin. Arme. Daniels Urlaub endet heute und mein Urlaub beginnt morgen. Toll! Ja. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwas habe, was so urlaubsmäßig ist. Aber ich glaube, ich habe ja nur bei den Sommersachen noch ein. Vielleicht habe ich ja irgendeinen Koffer oder so noch. Ist ja wurscht. Weil Koffer. Nee, Koffer brauche ich erst am 2. Januar. Jawohl. Darauf freue ich mich auch schon. Wo ist denn noch ein bisschen hin?
Ich sage, achtet einfach nicht auf mich. Ich bin etwas durch den Wind. Das habe ich schon mal gesagt. Ich wiederhole mich. Verdammt. Was wollte ich noch machen? Heute ist auf jeden Fall. Das schreibe ich mal hier unten hin. Ich würde gerne mit Lila. Wo habe ich denn meinen lilanen Stift? Da. Ordnung ist halb Leben. Meine Präsentation ist zwar einigermaßen gut gelaufen. Ich habe lediglich nicht frei gesprochen, also ich habe abgelesen, mehr oder weniger, und habe keinen Blick an Top gehalten oder aufgebaut. Das war eigentlich alles, was ich nicht gemacht habe. Also, wo man mir einen Punkt abgezogen hat. Ups. Hört man ihn husten? So, deswegen habe ich 19 von 20 Punkten. So, hübsch. Zeige nicht noch mehr. Schreib mal. Ich habe Bücher gewonnen. Ah, ich habe Bücher gewonnen. Gleich zwei Stück. Zwei Bücher. Wo sind denn... Aua. Wo sind meine Büchdingens? Nee. Okay. Ja. Ups. Das passt da bestimmt gar nicht rauf. Vielleicht sollte ich einfach nur... Jetzt geht's auch nicht. Wenn ich zwei davon nehme, ist auch blöd. Ich habe eine bessere Idee. Oh, das passt auch gar nicht hin. Das überlappt sich ja. Das ist ja blöd. Na, das finde ich jetzt aber nicht so schön. Und das will ich auch nicht überkleben. Naja, überlappt sich halt ein bisschen. So. Und dann nicht da. Dann da. So. Zwei. So, und zwar, und wie ist das andere unverschlüsselt? Sticker, was man da raufkleben kann. Bestimmt finde ich dann irgendeinen Sticker. Also heute ist wieder mal richtig voll. Ich lasse mir noch ein bisschen Platz, falls noch was kommt. So, morgen. Morgen. Zum einen natürlich das hier. Fnunk. Jetzt was los. Zum Ankleben sind echt ein bisschen... Na. Was? So. So. Und jetzt muss ich das hier nehmen. Ich hoffe mal, ich habe das jetzt hier irgendwie. Mach erstmal eins.
Ich glaube, es hätte vorne anfangen sollen. Egal. Aber ich muss mal sagen, dass diese Dinger, diese Teilchen hier, sind richtig gut. Die habe ich vom Euroshop mal mitgenommen. Oh, Birthday Kisses. Naja, wusst. Vor allem, da sind so viele Sprüche drauf. Da denkt man, da ist nur ein Spruch drauf. Dabei sind da total viele drauf. Das ist bestimmt vier. Was stimmt, kommt als nächstes denn? Das Gift. Naja, macht ja nichts. Und ich glaube, da fehlt auch was. Aber wo ist? Dann sind sie ja. So. Gut. Sonst noch was morgen? Ich glaube nicht, erstmal. Reicht ja auch, oder? So. Ach so, ich wollte ja noch Sticker. Hier. Oh ja, das ist gut. Gibt es jetzt auch einen kleiner? Aua. Doch, das ist ein kleiner. Der Groß passt da, glaube ich, nicht mehr hin. So. Hätte auch den nehmen können. Der ist witzig. Ja. Oder die sind auch witzig. Spielen da Karten und wir spielen Karten. Genau. So. Schauen wir mal. Was kann man denn noch so raufkleben? Oder ich nehme einfach gleich von hier welche. Hier zum Beispiel kann man den noch hinkleben. So. Passend zum Geburtstag. Wir sind so groß. Aber da waren noch so Sternchen. Genau. Können wir hier die Sternchen hier oben hinkleben. Und zwar immer zwei. Soll nicht immer nur eins da oben sein. So. Und noch einen kleinen. Mit ganzer Ecke bitte. So. Okay. Das reicht. Voilà. So. Kamera? Ah. So, das ist meine Seiten, sind meine Seiten für heute und morgen. Heute ist schon relativ voll. Morgen ist auch noch ein bisschen Platz. Mal gucken, was so passiert. Ja, ich bin gespannt. Okay. Dann wünsche ich euch einen tollen Tag. Ich glaube, das war das letzte Update, oder? Ich gucke mal eben. Dauert ja nicht lange. Ist ja alles schön geordnet. Und ja, das ist das letzte. Okay, weil ich möchte nicht mehr als drei machen. Wann kommt denn das nächste überhaupt? Ach je. Da? Nee. Das ist alles durcheinander geraten. Okay. Machen wir anders. Das kommt am 21. Also ihr habt den 21. Wisst dann aber schon, was dann ist. Bis zum 20. Ja, das ist okay. Passt doch. Was heute ist und beziehungsweise für euch heute, kommt dann im nächsten. Alles klar, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis denn, bye bye.